33 Grad wird es heute nur schon recht spät. Ich habe viel auf Facebook gemacht. Ich habe alle möglichen Unterlagen zusammengesammelt aus E-Mail-Ordnern und so weiter. Wir müssen jetzt alles zusammen haben. Jetzt wird der Drucker aus dem hinteren Zimmer rausgeräumt. Alles mal ausgedruckt, zusammensortiert, eine Liste gemacht. Und dann können wir uns eventuell noch den Brombeeren bzw. auch Holunderbeeren widmen. Denn Jan ist das ganze Tag auf dem Balkon beschäftigt mit Tieren, Pflanzen und so weiter. Naja, weggefahren sind wir nicht mehr, aber wir hatten ja hier einiges zu erledigen, beziehungsweise haben. Also auf geht's. Ja, Cryptocurrency geht gut ab, besonders Ethereum, und davon habe ich einiges. Von daher sehr, sehr nice, wenn man morgens aufwacht, auf sein Portfolio guckt und sieht, steil nach oben. Sehr, 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 sehr nice. Und beruhigt auch. Also allgemeine Gemütslage, kann dann kein schlechter Tag mehr werden. Und so ist es. Oh, genau. So, mit dem Drucken sind wir jetzt nicht so wirklich weitergekommen. Eigentlich wollte man den Antrag heute abschließen, aber es wird schon wieder nichts. Oh Mann. Aber wir haben gestern diese Flaschen gefunden mit dem speziellen Verschluss und da haben wir jetzt einen Sirup reingekippt, denn wie erwähnt, das lässt sich natürlich wesentlich besser proportionieren mit den Dingern, und eventuell mache ich nachher mal einen Holunderjuice. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass der gut schmeckt, aber wir will den haben, weil er super gesund ist. Also mache ich den mal. Wow! So, während die Leni noch weiter beschäftigt ist mit dem Ausdrucken von Antragsdokumenten, habe ich hier die erste größere Tüte entstiehlt. Und das ging leider nicht so wie gedacht, dass man die einfach abklopft, weil die gefroren sind, sondern es muss dann doch die Gabelmethode verwendet werden, womit der Gabel dann einfach so die Beeren abstreift. Das funktioniert ja ganz gut. Jetzt muss ich natürlich hier noch die restlichen Blätter und kleine Stiele raussammeln. Und das ja, macht es natürlich dann, verzögert natürlich die ganze Sache, aber es macht nichts, denn es kommt gleich einfach in den Topf, wird gekocht mit Wasser, Zitrone, abgeseiht, dann noch Zucker, Zitrone rein. Und dann haben wir den super, super gesunden Holunder-Sirup. Und das ist ungefähr nur ein Achtel von dem, was wir haben. So, während der Lien der letzte Nerv geraubt wird vom Drucker, denn die kommt da nicht klar mit, beziehungsweise der Drucker, der spinnt irgendwie, hat mich hier dieses Chaos verrückt gemacht. Also ich. Da war noch, das ist der größte Topf, den wir haben. Da waren noch so viele kleine Stielchen dran und so viele Blätter und so weiter. Und das ist natürlich jetzt hier alles hier versunken. Und dann hat hier jemand noch die Küche so kreiert, dass das Licht von hinten kommt und man sich natürlich hier selber Schatten macht. Das ist sowas Bescheuertes, das habe ich auch noch nie erlebt. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt damit durch und da sind mir Brombeeren echt lieber. Die spült man einmal ab und dann kommen die ab in den Topf. Die Dinger, die muss man wieder fast einzeln untersuchen. Oh, die meinte auch noch irgendwie, die kleinen Stielchen, die wären giftig, aber irgendwie habe ich woanders gelesen, die verlieren ihre Giftigkeit, sobald man die halt irgendwie auf eine bestimmte Temperatur erhitzt, sogar noch unterkochen. Oh, so, das stelle ich jetzt erstmal beiseite und dann kann die Diane schön Spaghetti machen. Es soll nämlich Spaghetti geben. Wir haben bereits 8:45. Das ist schon super, super spät, aber ja, ich mache jetzt hier ein bisschen alles sauber und dann lasse ich die Leeren mal ran hier. Oh Mann, das mache ich nie wieder. Nie. So, Dinner, ready. Wieder zwei verschiedene Soßen, einmal mit Sahne, einmal ohne, wie üblich. Und jede Menge Nudeln diesmal. Ja, zu viel. You can do it. Well, it's still done in the same amount of time. Boah, ich habe zu viel gegessen. Aber jetzt ist es Zeit. Und bereits 10:45. Für den Sirup. Aus Holunderbeeren. Und zwar sind das offiziell blaue Holunderbeeren, im Gegensatz zu den in Europa im kühleren Wetter wachsenden schwarzen Holunderbeeren. Und das ist irgendwie nur so eine weiße Schicht, die da drauf ist. Ich habe bis auf Englisch gehört, was das ist. Es ist nicht Schimmel, es ist irgendwie so ein
Weiß ich jetzt nicht auf Deutsch, egal. Ich habe auf jeden Fall den Holunder-Sirup jetzt herstellen und dann mal sehen. Ist what you can ask me. So, mittlerweile unterscheidet es sich nicht mehr von der schwarzen Holunderbeere. Fängt jetzt langsam an zu köcheln. Es dauert noch ein bisschen. So ist es gleich an der Zeit, die Dinger abzuschütten. Solange will ich die nicht kochen lassen. Einige sagen sogar, man soll es nur hoch erhitzen und nicht kochen. Aber gut. Ja, gerade die Nachrichten mal wieder zu Ende geguckt. Da waren wieder einiges Witzige dabei. Und ich sag nur, Person, Woman, Man, Camera, TV. Aber das verstehen natürlich nicht die meisten. Die meisten wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja ein kognitiver Test. Wenn man sich das merkt. Das ist für Parkinson's und Dementia. Ich weiß nicht auf Deutsch, was Parkinson's. Ja, Parkinson-Krankheit und Demenz soll man damit überprüfen können, ob man da irgendwelche Symptome dahingehend hat und nicht die Intelligenz. Aber der Trump, der meint, er wäre außerordentlich begabt aufgrund seiner Fähigkeit, diese Worte zu wiederholen. Die jucken wie Hulle, diese verfluchten Mückenstiche. So, obwohl ich das fast doppelt so lange oder mehr als doppelt so lange habe köcheln lassen, sind die Beeren nicht so matschig geworden, wie vermutet oder auf YouTube gesehen. Ja. Boah! Ja. Das ist, das passiert, wenn man hier gleichzeitig eine Videoaufnahme macht. Ja, auf jeden Fall sind die nicht so matschig und zerkocht wie erhofft, beziehungsweise wie auf YouTube gesehen. Ja, aber länger kann ich jetzt nicht warten, sonst zerkocht alles und dann gehen die ganzen Vitamine raus. Das wollen wir ja nicht. So, hier an dieser Stelle muss der Verarbeitungsprozess unterbrochen werden. Zitronensaft ist schon drin. Und Elaine meinte, wir hätten noch ohne Ende Zucker, aber wir haben keinen Zucker. Wir haben Puderzucker, haben wir zwei große Packungen, aber keinen normalen Zucker. Und von daher werde ich das jetzt erkalten lassen und morgen dann mit Zucker nochmal aufköcheln. Es ist super rich, also super krass in der Farbe. Also wesentlich mehr als Brombeeren und auch die Kirschen. Ich habe online gelesen, dass sie das früher dazu verwendet haben, Wein einzufärben und roter zu machen. Was heutzutage in irgendeiner Form bzw. aus irgendwelchen Gründen verboten ist. Naja, auf jeden Fall riecht's ja nach den Beeren plus Zitrone. Natürlich schön, wenn ich das jetzt hätte abschließen können, aber ist nicht. So, Dusche war sehr angenehm. Und die Bisse, die jucken wie Hulle. Und mich hat schon mehr oder weniger die letzten beiden Morgen, Nächte aus dem Schlaf gerissen haben durch den Juckreiz. Und die Mutter von der Lien, Lien selber ist davon überzeugt, es sind keine Mückenstiche. Das sind Bisse. Und zwar heißen die Chigger. Also, ich habe versucht, eine deutsche Übersetzung zu finden, aber die sollen angeblich auf Deutsch auch Chigger heißen. Das ist so eine Art Zeckenlaus. Die beißt dich, legt ihre Eier unter die Haut und die kleinen Larven ernähren sich von dir 3-4 Tage bis zu einer Woche und dann fallen die einfach ab. Sollen keinerlei gesundheitliche Schäden bzw. irgendwelche Krankheiten mit sich bringen, aber sollen halt durch den außerordentlich extrem starken Juckreiz sehr unangenehm sein. Die sind so mikroskopisch klein, dass man sie halt nicht unbedingt sehr leicht identifizieren kann. Also für mich sind das immer noch normale Mückenstiche. Die sollen im Gras auf einen lauern und es kann eigentlich nur passiert sein an dem Tag, beziehungsweise es ist auf jeden Fall an dem Tag passiert, wo ich erst durch den Fluss gelatscht bin, nachdem ich angeln war, noch für 20 Minuten, um nach den großen aufsteigenden Fischen zu suchen, die ich leider aufgrund dieser Dunkelheit nicht aufnehmen konnte, aber gesehen habe. Und danach muss man halt
von da aus bin ich halt durch Gras und bla bla zum Auto gelaufen. Und durch das Flusslaufen habe ich mir natürlich dieses Anti-Moskito-Bugspray bla bla abgewaschen. Also für mich sind das Mückenstiche, die einfach nur mal wieder äußerst Gas geben. Kann natürlich sein, dass das diese Chigger sind. Keine Ahnung. Egal, morgen schon wieder Freitag. Der Antrag ist noch nicht ganz vollendet. Wir müssen morgen mal los und ein paar Sachen ausdrucken lassen, denn der Drucker macht irgendwie Probleme, besonders mit Bunddrucken. Und dann sind wir so gut wie durch. Ja, Bitcoin Ethereum macht mich sehr happy zurzeit. Der Rest auch. Der Poker läuft. Da mache ich auch ein paar Dollars jeden Tag. Das Einzige, was mich halt davon abgehalten hat, heute mal wieder rauszugehen, Fox Grove Park, wie auch immer, war die Mückenstiche und das hier einiges zu tun war auch mit den Beeren. Muss ich morgen verenden mit dem Zucker. Morgen auf jeden Fall Zucker kaufen und mal gucken, was sonst noch so geht. Ja, das war's. Yeah.